Ich bin's wieder, der lustige Mann aus dem Internet. Heute reden wir über die Limonati-Werbung. Bevor das Video richtig losgeht, muss ich noch ein ganzes Land in die Tonne nehmen. Ich bin gerade in Finnland. Ich mache hier Urlaub. Habt ihr gar nicht bemerkt, oder? Nee. Wisst ihr auch, woran das liegt? Ich hab hier Internet. Ich bin auf einer einsamen Insel, in einer einsamen Hütte, in einem einsamen Wald. Sieht das hier aus, als hätte man Internet? Nein, sieht es nicht. Ich bin hier mitten im Wald, am Wasser. Aber selbst die Fische könnten hier besser simsen als Maxi Markov im Centerpark in Deutschland. Wieso schafft es dieses Land nicht, mir in der Hauptstadt Handyempfang am Zoo zu ermöglichen, mit dem ich actually auch was anfangen kann? Während ich in Finnland aus der Sauna rausstreamen kann. Zerstören wir die Limonati-Werbung. Ihr wollt ein Video über die Limonati-Werbung? Ja, dann seid glücklich, dass ich hier in der Wildnis hocke und nicht stundenlang einen Ladebalken anglotzen muss. Ich meine, klar, das Leben ohne Netz, das entschleunigt. Manchmal. Aber ich find's auch nicht besonders stressig, mir abends einen Film reinzuziehen. Es stresst mich eher, wenn die Kacke nicht lädt. Und habt ihr mal versucht, 20 cm unterhalb des Erdbodens, gar in einer U-Bahn, euer Smartphone zu benutzen? In Deutschland muss nur ein Krümel falsch fallen und ihr seid offline. Und in anderen Ländern reden die Leute über 5G. Das ist G. Und in Deutschland 2G. GG. Aber hier ist nix GG. Hier ist maximal Edge. Ruhepuls, bitte die Limonati-Werbung. Ich komme ja gleich dazu, aber mein Ruhepuls hat gerade einen guten Flow. Hier kannst du dir eine Antenne an dein Möcki kleben und Netflix in 4K schauen. Die Pilze haben hier schnelleres Internet, als du mit Glasfaser in Deutschland kriegst. Vermutlich sind die auch hochwertiger verkabelt. Und dann holst du dir eine 1-Gigabit-Leitung und kriegst 20% der Leistung aus der Dose, weil deine gesamte Nachbarschaft beim gleichen Anbieter ist, der aber nur einen einzigen Verteilerkasten für 8 Millionen Menschen aufgestellt hat. Und dann willst du da anrufen, aber du kommst nicht mal bis zu 80 Minuten Warteschlange für Businesskunden, weil dein Handy sich nicht einwählen kann. Aldi Talk. Könnte auch Aldi halt dein Maul heißen. Mach mal die Werbung von Granini mit ihren Limonati. Wenn ich pro verlorene Minute, die ich dank der Politiker, die denken, ein Faxgerät wäre modern, im Netz auf eine Sanduhr oder einen dummen Dino glotzen muss, einen Cent kriegen würde, könnte ich jetzt ein Cayman S fahren. Je mehr Balken mir angezeigt werden und ich nicht surfen kann, desto mehr Bretter haben die Netzbetreiber wohl vor ihren Gehirnwindungen. In Deutschland verscherbelt die Politik der Frequenzen für 5G, weil die denken, 4G steht für Pokémon Diamant. O2, No2. Amazon und Co. schießen irgendwelche Sputnik-Freunde in die Stratosphäre, um Internet über den Globus zu verteilen, während man sich in Deutschland einen alten Vulkan in der Eifel anschauen kann. Ja, danke! Mach mal ein Video über die Limonati-Werbung, die nervt so! Okay, und dann schenkt man den Menschen Zitronen und was machen sie draus? Richtig, Autos! Haha, ja, was haben wir nicht alle gelacht, als Zitronen sich scherzhaft Zitronen nennt, weil wir Deutschen nicht richtig sprechen können! Wir haben also nicht nur schlechtes Internet, sondern auch eine schlechte Aussprache und schlechte Werbung! Und wenn ihr euch nach meinem Netzhate fragt, um welches Erfrischungsgetränk es hier eigentlich geht, hier ein kleiner Reminder! Andere Limos machen Werbung. Diese macht im Mund Propaganda. Und die macht nervige Werbung, die mir die Netzhaut wegbrennt. Und ich könnte mich in diesem Video auch fortlaufend über die Symbolik aufregen. Ich meine, da sieht man doch ganz klar verkehrtes Zeug. Satan. Ich könnte das machen. Oder ich lasse aber die Kommentare für sich stehen. Noch offensichtlicher geht es nicht, aber ihr wollt ja, dass man es sieht. Der Untergang ist euch geweiht. Die Abweichler werden immer mehr und der Umsatz sinkt. Aber an dieser Stelle, danke, so sieht man wenigstens öffentlich, wer alles zum Ring gehört. Geld ist nicht alles. Und seine Seele dafür verkaufen, aber auch das werdet ihr früh genug noch merken. Die Taten werden euren eigenen Seelen üble Schmerzen zufügen. Und aussteigen ist nicht mehr, ohne Selbstschäden davon zu tragen. Aber ihr habt es ja so gefolgt. Es gibt also genug Leute, die schon den Aluhut ausgezogen haben, um die Verschwörung besser spüren zu können. Aber es gibt natürlich auch noch die, die das Ganze wissenschaftlich begutachten wollen. Warum bekommt man von Granini immer Durchfall? Verdauung ist auch eine Wissenschaft, okay? Es gibt halt Feindenker und Keindenker. So oder so, es geht mir heute nur um die Werbung als werbliches Wegbild und nicht als politische Äußerung. Ich werde heute also weder die Illuminaten noch Satan beschwören. Ich könnte einfach bei denen anrufen, wenn ich wollte. Mache ich aber nicht. Und ich kann auch nicht beurteilen, ob man überdurchschnittlich schnell verdaut, wenn man Granini trinkt. Sorry, bin kein Wissenschaftler. Von einer Limo mit halb so viel Zucker kannst du doppelt so viel trinken. Ich kann euch aber versprechen, dass wenn ihr doppelt so viel trinkt, ihr auch doppelt so viel pissen müsst. Und was ist das bitte für eine Aussage? Halb so viel Zucker, dann kannst du ja auch halb so viel reinballern. Aber dass die Hälfte von 10 Gramm Zucker immer noch nur geil für Karies und Diabetes ist, fehlt mir dann der Gleichung. Das wäre so, wie wenn man sagt, du kriegst jetzt doppeltes Gehalt, dann kannst du ja auch doppelt Miete zahlen. Verpasst deiner Zunge eine Gehirnwäsche. Verpasst deiner Zunge eine Gehirnwäsche? Ich sag ja auch nicht, mach mal Beintraining mit dem Bizeps oder schlag dir das aus dem Po. Es gibt einfach
lauter Dinge, die nicht funktionieren. Eine Gehirnwäsche, wenn man kein Gehirn hat zum Beispiel. Meine Zunge hat kein Gehirn und eure Köpfe offenbar auch nicht. Hallo Bürger der Welt. Wo wir gerade von Bürgern sprechen, ihr seht so aus, als würdet ihr euch zu euren gesunden, zuckerfreien Limonaden auch noch einen schönen veganen Burger reinziehen. Ihr seht nämlich in etwa so gefährlich aus wie Ronald McDonald oder der Burger King himself. Wir sind die Limonati. Nein, wisst ihr, wer ihr seid? Ihr seid die, ihr labert zu viel Luminati. Leute, ihr seht aus wie eine Truppe aus 15-Jährigen, die zum ersten Mal Kölner Karneval feiern und neben den 20 Tonnen Zucker auch noch eine Pulle Korn in ihre Limo gemixt haben. Hinter den Kulissen unseres Alltags läuft die vielleicht größte Verschwörung aller Zeiten. Und ihr wundert euch ernsthaft, dass Leute irgendwas mit Kennedy und gefakten Mondlandungen in eure Kommentare schreiben? Wenn Limo irgendwas mit einer Verschwörung zu tun hat, dann höchstens, weil Bruce Banner da mal versehentlich reingeschwitzt hat. Ein geheimer Machtzirkel versucht uns davon abzubringen, leckere Limo zu trinken. Ein geheimer Machtzirkel? Oh ja, klar. Die Preise beim Späti oder wen meint ihr? Trinkt doch, was ihr wollt! Weil Menschen viel einfacher kontrolliert werden können, wenn sie keinen Spaß haben. Okay, ich geb's zu, ich hab weder Spaß noch Limo. Und wieso trifft das hier alles gerade wieder in so eine politische Richtung? Wo bei Fanta alles Bambucha ist, ist bei Granini auf einmal alles Bombucha und traurig. Seit Jahren wird eine systematische Gehirnwäsche betrieben, um die Bevölkerung mit langweiligen Trinkgewohnheiten einzulullen. Sag mal, habt ihr alle zu viel Granini gesoffen? Wird die zu Alkohol, wenn die zu lange in der Sonne steht? Wieso steht eine halbe Armee in Pyjama von einer ollen Frau, die Wasser trinkt? Macht sie vor, wie man sich gesund ernährt? Die Menschen vergessen, was Spaß ist. Ach so, es macht jetzt auf einmal Spaß, eine Flasche festzuhalten. Und die Leute vergessen, wie man Dinge mit seinen Fingern umklammert, weil sie sich nicht genug Himbeere, Hibiskus reinziehen. Stellt euch mal vor, ihr müsstet jeden Tag eine Cola trinken, um nicht zu vergessen, wie man atmet. Und das System lacht. Diese Limo-Verschwörung werden wir ab sofort aus dem Untergrund bekämpfen. Limo-Verschwörung. Die einzige Verschwörung, die ich sehen kann, sind die Plastikstrohhelme, die passgenau in eure Masken gestopft werden können. Ich weiß ja nicht, wie viel Kautschuk ihr euch da jeden Tag reinmüllt oder was ihr sonst noch durch eure Glory Holes knüppelt, aber vielleicht müsst ihr das Ding einfach für den Rest der Werbung zutackern. Wir haben lustige Absichten. Lustige Absichten rechtfertigen aber keine unlustigen Videos, okay? Das ist so wie nett gemeint und damit eigentlich eine Sackratte sein. Lustig gemeint ist wie ein Dad, über dessen Sprüche man nur lacht, damit er beim Autofahren endlich wieder auf die Straße schaut, statt erwartungsvoll Richtung Rückbank. Also zieht eure Stöcke aus dem Arsch. Zieht euch mal lieber die Rinde aus dem Hirn. Ich lasse mich hier doch nicht von irgendeiner Werbung so frech anmachen. Ich trinke, was ich will. Leute, ich bin doch nicht Amazon oder Edeka von nebenan. Verbreitet euren Kram mal schön alleine. Oder macht es wie die Kinder mit ihrem eigenen selbstgebauten Limo-Stand. Stellt euch gegen das System und zahlt keine Steuern. Get the fuck out.